Servus, ich begrüße dich heute wieder zu einer neuen Folge Bibelvers für den Tag. Wir haben heute zwei etwas längere Verse. Wir haben in Micha 7 die Verse 18 und 19. Deswegen kann es sein, dass die Bibelvers für den Tag Folge etwas länger wird als sonst, aber es macht ja nichts. Wir fangen an. Wer ist euch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergeben verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben, er wird niedertreten, unsere Schuld. Ja, du wirst all unsere Sünden in den Tiefen des Meeres hinab. Was für ein Wort! Wow, einfach dazu. Es ist ein Hinweis auf Jesus Christus, meine Lieben. Auf das, dass unsere Sünden vergeben werden können. Und in Micha steht, dass Gott liebt es, gnädig mit uns zu sein. Und dass er mit uns mit Erbarmen hat. Und unsere Sünden unter unsere Füße, die treten wir nieder, in Jesu Namen. Und in Micha steht, wie gnädig und geduldig und lieb der Herr zu uns ist. Und das haben wir für den heutigen Tag festhalten. Dass, wenn wir irgendwie sündigen Gedanken haben, irgendwas Sündiges, dass wir uns an Micha 7 heute erinnern. Dass der Herr gnädig ist zu uns und Erbarmen zu uns hat. Und wenn du wirklich sowas Gedanken hast heute, dann wirf deine Sünden ins Tiefen des Meeres. Und ich lese nochmal den letzten Vers, den habe ich jetzt nicht, ist nicht drin, aber es macht nichts. Du wirst Jakobs Nachkommen treuer zeigen, dem Volk Abrahams deine Gnade, wie du es von unseren Vätern zugesagt hast, mit dem Eid in uralter Zeit. Wow. Ja, es ist wirklich interessant, wie viel schon im Alten Testament steht über Jesus, dass Jesus kommt. Und ich finde es einfach wirklich ein ermutigendes Wort, das auch noch heute gilt. Und wenn du irgendwie sündigst, so sündige Gedanken hast oder sonst irgendwas, dann schmeißt die unter deine Fußsohlen ins Meer die Sünden. Halleluja, es muss unbedingt sein. Gut. Und ich danke dem Herrn für diese Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Prophezeiung, die du schon in Micha gesagt hast, dass du wieder mit uns Erbarmen hast, dass du unsere Schuld, Herr, dass du wirklich wieder gnädig zu uns bist. Ich danke dir dafür, Herr. Und dass du uns unsere Schuld vergibst. Vielen Dank, Herr, dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich danke dir auch dafür, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, Servus, euer Andi.